Der Banyanbaum heißt Banyan, weil Banyan heißt Markt. Es ist ein Marktbaum, darunter versammeln sich die Händler. Unter ihm lebt der schätzehütende König der Gnomen Kubera. Also es passt zu einem Marktbaum. Unter dem Banyanbaum darf man keine Lüge erzählen. Es passt irgendwie auch zum Markt. Ansonsten ist es ein Baum, unter dem auch die Schlangenfürsten leben. Und die sind sehr reich und sehr weise. Und der Baum gehört auch zu Shiva. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte von einer Prinzessin, die sollte heiraten, aber keiner, der ihr vorgesetzt war, mochte sie. Und da hat ihr Vater sie auf Reisen geschickt zu anderen Königsreichen. Vielleicht würde sie dort einen Königssohn finden. Ihre Kutsche fuhr durch einen tiefen Wald und da war ein alter, blinder Mann und ein junger Mann in Lumpen gehüllt. Mit einer Axt war der Junge. Es war ein Baumfäller und sie sah ihn an und es war Liebe auf ersten Blick, so eine Art Wiedererkennen. Sie ging nach Hause, suchte gar nicht weiter und sagte, ich habe den Mann, den ich liebe, gefunden. Es ist ein armer Holzfäller. Der König und die Königin waren entsetzt. Das kann doch nicht sein. Sie schickten dann Leute hin, um zu schauen, wer das ist. Der alte Blinde war eigentlich ein König, der sein Königreich und Thron verloren hat. So war der Sohn auch ein Königssohn und eigentlich standesgemäß. Nach einiger Zeit haben sie sich vermählt und sie musste mit zu ihrem Mann ziehen und lebte in einer einfachen Waldhütte. Es lastete ein Fluch auf dem jungen Mann. Nach einem Jahr musste er sterben. Da kam der Totengott, Yama, auf seinem schwarzen Wasserbüffel geritten und sagte, so, du kommst jetzt mit, legte dem Mann die Schlinge um den Hals und führte ihn fort. Savitri war ganz entsetzt. Sie folgte dem Totengott in das Totenreich hinein. Ihr Mann ging wie ein Lamm zum Schlachten mit der Schlinge um den Hals. Der Totengott schaute herum und sagte, Frau, geh weg. Hier ist das Land der Toten. Du darfst mir nicht folgen. Sie sagte, gib mir meinen Mann frei. Kann ich nicht. Aber da du so mutig bist, kriegst du einen Wunsch. Sie sagte, ich wünsche mir, dass mein Schwiegervater das Augenlicht wiederkriegt. Leichte Sache, also jetzt geh. Sie liefen weiter. Er drehte sich um. Da war sie immer noch. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht folgen. Ich gebe dir noch einen Wunsch, dann dreh um. Sie sagte, ich wünsche mir, dass mein Schwiegervater sein Königreich wiederkriegt. Es wird in Ordnung gehen. Er ging weiter, dann hörte er Chop, 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 Fußstapfen hinter sich. Da war sie immer noch da. Das ist das Totenreich. Hau jetzt ab. Noch einen einzigen Wunsch kriegst du. Da sagte sie, ich wünsche mir, dass mein Schwiegervater viele Enkelkinder hat. Ja, ja, seid ihr gewährt, jetzt hau ab. Dann sagte sie, aber ohne meinen Mann, wie kann mein Schwiegervater Enkelsöhne kriegen? Totengott Yama sagte, so eine kluge Frau habe ich noch nie gesehen. Also, ich lasse deinen Mann frei. Und sie kamen wieder ins Land der Lebenden, da war ihr Schwiegervater, konnte sehen, Botschafter kamen angeritten, sein Königreich war wiederhergestellt und sie hatten, wie ich so gehört habe, viele, viele Kinder und Enkelkinder.